Unter Vertrieb versteht man alle Entscheidungen und Systeme, die notwendig sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung für Kunden oder Endverbraucher verfügbar zu machen. Verantwortliche Personen, die im Vertrieb arbeiten, benötigen entsprechende Vertriebskompetenzen. Neuere Ansätze betonen dabei die hohe Bedeutung des Kundenmanagements im Rahmen des Vertriebs. Die Harvard-Methode verspricht ein erfolgreiches Verhandeln, eine Methode, die im Rahmen eines Kundenevents der Sparkasse Amstetten vorgestellt wurde. Eine Veranstaltung wie diese heute Abend mit Magister Markus Neckham, Verhandeln nach dem Harvard-Prinzip, legt den Fokus auf partnerschaftlichen Umgang mit den Teilnehmern, mit unseren Kunden. Die Kernaussage bei dieser Sache ist schlicht und ergreifend die, es soll eine Win-Win-Situation für beide Verhandlungspartner geschaffen werden, die beiden Parteien die Möglichkeit gibt, ihre gesetzten Ziele zu erreichen, ohne Gesichtsverlust oder ohne davon abweichen zu müssen. Im Wesentlichen wollen wir die Beziehung zu unseren Kunden über die normale klassische Bankgeschäfte hinaus intensivieren. Und dazu haben wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Wie schon vorher erwähnt, geht es einmal in erster Linie darum, Informationen zu transportieren, eben mit dem Fachvortrag, den wir zum Thema Verhandeln nach Harvard jetzt abgehalten haben. Und zusätzlich wollen wir eine Plattform für unsere Kunden schaffen zum aktiven Netzwerken. Deswegen haben wir auch einen Kunden von uns, einen sehr erfolgreichen Unternehmer, Herrn Magister Matthias Wininger, eingeladen, vor die Bühne geholt, damit er sein Unternehmen, seine Philosophie präsentieren kann, um eben diese Plattform auch für andere, für unsere Kunden nutzen zu können. Bevor jedoch Matthias Wininger neue Vertriebsideen vorgestellt hatte, gab Markus Neckham wertvolle Tipps rund um Best-of-Verhandeln auf Basis der Harvard-Methode. Das Harvard-Konzept, sage ich immer, ist die Straßenverkehrsordnung vom Verhandeln. Das heißt, vor 40 Jahren hat es ein paar Professoren in Harvard gegeben, die haben sich überlegt, was ist beim Verhandeln wichtig. Haben halt Regeln festgestellt und haben gesagt, wenn man die einhält, dann kommen die Leute wieder, wenn man ein Ergebnis hat. Und ich glaube, das wünscht sich jeder Unternehmer heutzutage, dass wenn er verhandelt hat, dass die Kunden wiederkommen. Es gibt viele Verhandlungskonzepte und ich habe versucht, die zwei, die den schnellsten Nutzen darstellen, zu kombinieren. Und vom Harvard-Konzept, das kennt ja jeder, aber nur die wenigsten wissen, was eigentlich Inhalt ist. Man kann es aber auch jedem sehr rasch und einfach beibringen. Und jeder kann das, was da eigentlich in den letzten 40 Jahren in der Wissenschaft herausgefunden wurde, sofort umsetzen. Das ist auch das, was mich vorantreibt, Seminare zu machen oder Vorträge zu halten. Ich hab jahrelang studiert und habe mich nachher gefragt, wozu. Ja. Und wenn man Seminar besucht, dann soll man eigentlich aufstehen können nachher und soll das mitnehmen können, was man gelernt hat. Und das geht beim Harvard-Konzept recht gut. Die Harvard-Methode ist ein Werkzeuglieferant, der Menschen und Interessen getrennt voneinander behandelt, sich auf die Interessen der Beteiligten und nicht auf die Positionen konzentriert, sowie auf objektive Beurteilungskriterien besteht. Wichtigstes Werkzeug ist Plan B. Mit innovativen Ideen hat sich auch ein Amstettner namens Matthias Wininger selbstständig gemacht. Erlesene Weine aus den besten Weinregionen Österreichs werden durch speziell designte Etiketten mit Emotionen, Persönlichkeit und lieben Grüßen versehen. Unter anderem wurde ein Wein ganz speziell für die Sparkasse Amstetten abgefüllt mit dem bezeichneten Namen Triple A. Neben einem erlesenen Schlückchen gibt es auch neue Produkte im Bankenbereich. Der investitionsbedingte Freibetrag. Unternehmer bzw. niedergelassene Freiberufler oder auch angestellte Freiberufler, auf die alle Voraussetzungen zutreffen, können steuersparend Wirtschaftsgüter anschaffen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren oder, und das ist im Prinzip unser Thema, passende Wertpapiere kaufen, die Sie dann im Rahmen des KMU-Fördergesetzes steuerlich geltend machen können. Mehr dazu erhalten Sie bei der Sparkasse Amstetten.